In der Sammlungspräsentation im Bauhaus Museum Dessau gibt es drei Bereiche, drei Terrains im großen zentralen Hauptraum, die wir nicht permanent bespielen, sondern mit temporären Interventionen oder man kann sagen mit temporären, kürzer gestrickten kleinen Ausstellungen. Drei Bereiche, jeder Bereich hat ein bestimmtes Thema, einen Übertitel. Hier stehen wir in dem Zwischenspiel mit dem Übertitel Zu Gast. Und da ging es uns und geht es uns darum, Perspektiven auf das Bauhaus einzuladen. Also kritische Reflexionen, Parallelen, Anknüpfungen, Weiterführungen. Und das können eben künstlerische Antworten sein oder wissenschaftliche, architektonische, gestalterische, kuratorische Auseinandersetzungen. Und es können sowohl historische Perspektiven sein, wie auch gegenwärtige, heutige. Wir haben uns entschieden, jetzt eine kleine Präsentation von einem bildenden Künstler zu zeigen, einem Künstler, der 30 Jahre nach der Schließung des Bauhauses überhaupt erst geboren wurde, 1964 in Israel, es ist Absalon. Er hat eine ganz eigenständige und erstmal vom Bauhaus gänzlich unabhängige künstlerische Praxis, eine sehr kurze künstlerische Praxis, weil er jung, im Alter von 28 Jahren, leider schon gestorben ist. Also sein Werk spannt sich so von 87 bis 93. Tatsächlich, auch wenn die Werke zum Teil wie minimalistische Skulpturen anmuten mögen und man da vielleicht auf die Schiene gesetzt wird, es geht um so eine kunstimmanente Diskussion, um eine formalistische Debatte, im Sinne von L'Art Polar, es geht tatsächlich absolut im Gegenteil darum, mit seiner Kunst sein Leben und seine Interaktion mit der Gesellschaft zu gestalten. Er macht das eben ganz konkret mit diesen Wohnzellen, die seine Behausung werden sollten. Er macht das aber auch mit Wandskulpturen, wie wir hier eine im Hintergrund sehen. Es ist eine sehr recht frühe Arbeit innerhalb dieser recht kurzen Schaffenszeit von Absalon von 1988. Er ist 87 nach Paris gekommen, also ist dann noch ganz am Anfang seiner künstlerischen Praxis und hat begonnen, auch seine kleine Wohnung, sein Zimmer in Paris in diesem Sinne sozusagen zu abstrahieren und wegzuschieben von einem Detailreichtum, der vielleicht vom Wesentlichen ablenkt, indem er das gesamte Interieur weiß malt, Alltagsobjekte vergibst. Und insofern hat man eben tatsächlich ein changierendes Objekt zwischen Wandskulptur einerseits und Nutzobjekt, nämlich Regal andererseits. Im Zentrum von seinem Werk stehen die sechs Zellen, Cellule genannt, das ist sozusagen sein Hauptwerk. Er hat sechs Mini-Wohnungen, Wohnzellen geschaffen. Jedes anders. Er hat zunächst Modelle im Maßstab von 1 zu 10 entwickelt und hat im zweiten Schritt Prototypen im Maßstab 1 zu 1 gebaut. Und das Ziel wäre gewesen, diese sechs Zellen in sechs verschiedenen Städten, es waren auch ganz klar benannte Städte, in den Zentren aufzubauen, dort permanent installiert zu haben. Und das wären dann die einzigen Wohnungen für Absalon gewesen. Die Idee war, dass er sozusagen von Zelle zu Zelle und von Stadt zu Stadt wandert. Es wäre in New York gewesen, in Frankfurt, in Zürich, in Paris, in Tokio und in Tel Aviv. Es war für uns hier im Bauhaus-Kontext ganz wichtig, dass wir eine ganz bestimmte Zelle zeigen können und als Ausstellungskopie nachbauen dürfen, und zwar die Zelle für Tel Aviv. Denn wenn wir uns vorstellen, dass diese Zellen eben mitten in der Stadt, in den ausgewählten Städten aufgebaut wären, wäre mit Sicherheit der Bezug zur Architektursprache der Moderne und damit auch zur Architektursprache des Bauhauses in Tel Aviv am deutlichsten gewesen, weil dort einfach diese Architektursprache mit der Weißen Stadt, mit diesen rund 4000 Gebäuden, die in dieser Tradition stehen, sehr präsent ist und das Stadtbild eben enorm prägen. Es ist so, dass Absalons Werk natürlich nicht gemeinhin als in der Tradition oder im Erbe des Bauhauses rezipiert wird oder rezipiert werden muss. Es ist eine ganz eigenständige künstlerische, bildnerische Praxis. Was uns interessiert hat, war aber im Zusammenhang mit dem Jahresthema Habitat diese künstlerische Annäherung an nicht nur an minimale Wohnformen zu zeigen, sondern eben auch diese Frage, wie ist denn unser Wohnen eine Schnittstelle oder das, wie wir hausen, wie funktioniert das als Schnittstelle mit der Gesellschaft. Absalon hat dieses Korsett,
ganz spezifisch für sich auf seinen Leib geschneidert. Es war also, und hier kommen wir zu einer der Differenzen zum Bauhaus, nicht der Versuch, eine Volkswohnung zu schaffen, also ein Wohntyp zu schaffen, der billig, ökonomisch, simpel und multiplizierbar ist, sondern es geht um Reduktion, aber es geht um Reduktion, die eine individuelle ist, also die er ganz explizit als ein Korsett für sich selber entwickelt. Es ging ihm also darum, für sich eine Wohnsituation zu schaffen oder tatsächlich eine gebaute Hülle zu schaffen, die ein Partner oder eine Partnerin ist, auf die er reagieren kann und die auch Widerstand bietet, also wo man sich anpassen muss. Und genau diese Prozesse der Anpassung sich sozusagen bewusst zu machen. Es ging um eine Begrenzung des Bewegungsraumes, es ging aber zum Beispiel auch um eine Begrenzung des Hab und Gutes. Also er sagte als ein konkretes Beispiel, wenn das Bücherregal voll ist und ich noch ein Buch reinstellen will, muss ich halt hinten eins rausnehmen. Also genau dieser transformatorische und auch erneuernde Aspekt, den die Zelle sozusagen in dieser Begrenzung auf ihn hat, das war etwas, was ihn interessiert hat. Man kann diesen Aspekt des Entwerfens für eine große Gemeinschaft auf Seiten des Bauhauses und des Entwerfens für ein Individuum auf Seiten Absalons nicht nur als Parallelen sehen, sondern man kann natürlich auch sagen, es ist eine Resonanz und es ist von Absalon auch eine Kritik, und zwar eine Kritik an der Entwicklung von Normen, dass man sagt, wir können das Wohnen, das gute Wohnen reduzieren auf Maßstäbe, auf Ideal- oder Minimalmaße, die aber für alle einen guten Wohnraum schaffen. Er sagt, dieses sozusagen über einen Kamm scheren ist natürlich auch, etwas drastisch gesagt, eine Vergewaltigung der Bedürfnisse des Einzelnen. Und das war sozusagen, das kann man als Kommentar Absalons zum Bauhaus durchaus verstehen.